Cobra bis Zero Samnun Rutgewin und du stellst jetzt aus in dem Geburtshaus von Piet Mondrian, der große internationale abstrakte Maler. Was bedeutet das für dich? Ja, das ist in erster Linie eine große Ehre, dass ich hier sein kann in Holland. Ich fühle mich verwandt mit gewissen starken Namen wie Obertem oder Leo R. Unten ist Van Schoonhoven, das ist super. Kannst du etwas erzählen über die Relation mit Sammler Rutgering? Wir haben uns kennengelernt und es ist eine Freundschaft entstanden. Eine künstlerische Freundschaft. Ich denke, Gerhard als Sammler sucht oder empfindet etwas und ich suche das Gleiche. Und dadurch verstehen wir uns sehr gut. Und hat er auch Einfluss gehabt an was, an dein Stil, an das, was du gemacht hast? Hat er gesagt, ich liebe deine abstrakte Malerei und hat das etwas bedeutet für dich? Ich denke schon. Wir haben viel gesprochen und das hat mich sehr stark beschäftigt und dadurch ist das gewachsen. Und natürlich, es ist gewachsen in der Zeit. Es hat viel Zeit gebraucht, um etwas Konkretes zu entwickeln. Und jetzt bin ich hier. Das freut mich sehr stark. Und du bist hier im Mondrianhaus, im das Teil von der Ausstellung Cobra bis Zero, worum es um Zero geht. Im Mondrianhaus kann man Schoonhoven sehen und auch Erb und Obertem. Und kannst du etwas sagen, über was du fühlst oder die Relation mit die Kunstwerken von zum Beispiel Bernard Obertin? Ich hatte nicht das Glück, Obertin selber kennenzulernen, persönlich kennenzulernen, auch Leo Erd nicht. Aber ich denke, sie haben auch diese Intensität im Rhythmus, in der Wiederholung gesucht und sie haben es auch in dieser Wiederholung oder in diesem Rhythmus gefunden. Und das fasziniert mich auch sehr stark. Und man kann es ja auch sehen in meinen Werken. Mhm. Und in der Hinsicht finde ich eine Nähe in den Werken, auch wenn wir uns leider nicht persönlich begegnet haben. In Italien gab es schon in 60er Jahren Künstler, die Zero relatiert waren, wie man so wie Castellani und anderen. Hast du auch mit den italienischen Zero-Künstlern ein spezielles Band? Ich habe sehr stark diesen Zeitabschnitt auch studiert. Und da waren ja die Italiener sehr federführend. Die haben ja da ganz viel geleistet. Wenn wir Piero Manzoni nehmen, der hat ja in seiner starken, kurzen Aktivität von 3 Jahren, da hat er ja, ich glaube, der hat Tag und Nacht gearbeitet. Er ist ja sehr früh gestorben. Nicht? Und das ist schon beeindruckend, diese Intensität, diese Energie, die da hineingesteckt wird, die spürt man dann in diesen Arbeiten. Flavio, in deiner Arbeit gibt es kaum starke Farben. Du bist ein Liebhaber von Naturfarben, weiß, schwarz und... Kannst du etwas sagen über dein Gefühl für Farben? In erster Linie bin ich Bildhauer. Also ich komme von der Form. In der Hinsicht habe ich mehr Bezug zur Form als zur Farbe. Aber die Farbe hat sich entwickelt durch die Verwendung der Materialien. Das Holz wird gebrennt und dadurch wird es schwarz und das Gips ist weiß. Und dadurch haben wir Schwarz und Weiß und die unterstützen sich gegenseitig. Und das funktioniert sehr gut. Okay. Und wenn wir nach die roten Arbeiten von Obertin gucken, ist das für dich eine andere Welt? Oder kannst du sagen, das ist auch etwas, was mir vielleicht noch einmal interessieren wird? Ja, was kommt, das weiß ich nicht. Okay. Aber für mich ist Schwarz und Weiß jetzt wie für Obertin Rot. Ich denke, für Obertin war Rot sehr wichtig. Für mich ist es jetzt Schwarz und Weiß. Was ich in Zukunft mache, das weiß ich nicht. Gehen wir jetzt zum Erb.
Flavio, hier sind wir in dem Raum, in der Ausstellung Cobra bis Zero, wo wir Leo Erb sehen. Ich denke, dass diese Arbeiten von Erb eine gewisse Relation mit deiner Kunst haben. Mhm. Stimmt das? Ja, ich denke auch. Ja. Man spürt eine gewisse Plastizität. Die dritte Dimension kommt hier dazu. Ja. Sehr konsequent im Rhythmus. Mhm. Da sind wir sehr verwandt. Ich verwende Holz, also da haben wir auch Teile, die Papier, Karton, Holz ist. Das Weiß ist bei mir Gips, hier ist es bemalt. Da gibt es viele Relationen, diese Wiederholungen, dieser Rhythmus, der sich sehr konkretisiert und sehr eine Intensität findet, da sind wir wieder nahe. Denn ich arbeite mit Feuer. Und Feuer ist sehr schwierig zu kontrollieren. Denn das Feuer, man weiß nie, wie es brennt. Und dann muss man auch gehen lassen. Also diese Nicht-Kontrolle kann sehr spannend sein.